mach's mal. Ich starte einfach mal mit einer Tier. Ja, normalerweise würde ich das nicht machen, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Eigentlich willst du ja immer den Heini haben. Vor allem, wenn du nicht so gut bist, weil du dann länger überlebst. Ne? Aber wir wollten invaden. Es wurde gesagt, wir sollen invaden. Aber, hallo Ubo. Können wir überhaupt invaden? Was ist denn hier los? Ist das euer Ernst? Ich hab Angst. Ist das smart? Die wissen doch, dass wir hierher kommen, oder? They know, oder nicht? Do they know? Können wir den machen, oder dauert das zu lange? Junge, was passiert hier? Ich geh jetzt in die Base. Ich gehe jetzt in die Base. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Bin jetzt basen. Ich hoffe, wir kriegen die Minions noch eingeholt jetzt. Oh oh. Aber wir haben Sylas Mitte. Erstmal ihr Gegner-Team schauen. Das ist sehr aggressiv, ne? Ich hoffe, der hat wirklich keine CS. Das wird uns helfen. Hekarim ist ein bisschen ekelhaft. Mordekaiser ist auch ein bisschen ekelhaft. Ich hoffe, ich kriege. Ich habe alle bekommen. Sehr gut. Ich habe gehittet. So, ich spiele wieder oben nach unten. Das ist das, was ich in Valve vermisse ein bisschen, ist, dass du immer von unten nach oben spielst, finde ich. Also das finde ich in Valve sehr, sehr cool gemacht. Also das hat ja jedes Mobile-Moba, weil anders geht es ja auch nicht technisch. Ne? Aber das ist was, was ich in Valve sehr enjoye, muss ich sagen. Denn es ist für mich persönlich, also jetzt zumindest noch, ich weiß nicht, wie das später ist, schon ein bisschen Umstellung. Schon ein bisschen eine Umstellung, immer sich anzupassen mit der Reichweite. Ja, mit dem Winkel meine ich, nicht mit der Reichweite. Jungle oder Hekarim, ne? Ich glaube, da kann er auch ziemlich gut ganken. Der hat da dieses Movement Speed. Hekarim ist so ein bisschen, was seine Ganks angeht, so ein bisschen Rammus-Style, ne? Der rennt auch so mit Super Speed rein und CC dich dann einmal kurz. Right. Okay, das ist auf jeden Fall eine Silberlobby. Sehr gut. Das ist meine erste richtige Silberlobby. Das wäre schön. Vielleicht hat sich die MMR jetzt endlich eingefahren auf Silber. Ich nehme meine W hier mit. Wir sollten Warden eigentlich, ne? Ich will ich auch gerne mal Warden gehen, aber ich habe Angst, dass ich dann CS verliere. Wenn wir hier so weit vorne sind, kann der halt locker. Hier können wir uns locker einfach mal holen kommen. Oh. Nice, da ist ein Ding daneben. Tanke der Boy. War aber gut. Nice Hook. Nice Hook, nice Hook. Nice Hook, Mr. Blitzo. Wir müssen mal ein bisschen auf ihre Movement achten. Wenn die nämlich jetzt so aggressiv vorpreschen, kann das sein, dass der Hegering hier irgendwo ist. Ne? Da merkst du es irgendwie immer ein bisschen am Gegner Movement. Gegner sind. Was haben die alles geused? Gut, schon. Ich habe auf jeden Fall noch Kekse. Geil, also good job. Hekarim ist down. Nice. Hekarim ist dead. Mein Last-Hitting ist richtig gut, die Zone. Oh, ich habe weniger als der Gegner. Never mind. Mein Last-Hitting ist wohl doch nicht gut. Ich dachte, mein Last-Hitting ist richtig gut. Ich habe mich schon gefreut.
Ja, ich habe die zuerst geschaut, hatte ich weniger als der Gegner. Sad. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mein Lasting zumindest ein bisschen besser wird. Ja? So ganz minimal besser wird es auf jeden Fall. Okay, der war natürlich nicht so nice. Ich werde jetzt gerne diese Wave immer auspushen. Vielleicht hätte ich die besser auspushen können, dass ich es keine Mine noch kriege. Oh no, Mr. Blitzcrank. He died. So, wir nehmen Sheen mit. Oh, ich habe zwei Maschinen gekauft. Andu. Dann können wir die Dinger noch holen, ne? Wieder auf die Base. Ich habe aber leider immer noch. Ja, aber gerade diese letzte Wave war nicht sau fein, muss ich sagen. Die letzte Wave war nicht sau fein. Die letzte Wave habe ich. Ich habe keine Mini gemisst, sondern auch zwei, drei andere Creeps. Die letzte Wave auf jeden Fall nicht sau fein. Oh mein Gott. Wow, was bin ich denn? Oh. Zum Glück hat er nicht reagiert. Holy. Ja, ich habe auch, seit ich Valve gespielt habe, ewig kein PC-League mehr gespielt. Also ich habe dann mit Arena of Valor 2018 angefangen. Und vor 2018 habe ich schon lange kein Ding mehr gespielt. Das ist bestimmt viele, viele Jahre her. Das letzte Mal aktiv habe ich halt 2014 gespielt, glaube ich. Hier ist halt der Sache. Soll ich zuerst aufgeben, um ihm helfen zu kommen? Da weiß ich nie, wie das machen soll. Soll ich einfach die Wave skippen und dafür dem Jungler beim Drake helfen und dafür zuerst verlieren? Wie mache ich das immer am besten? Weil ich würde halt einerseits zuerst verlieren, andererseits kriegen wir schneller den Drake. Ne? Dann muss ich mich, glaube ich, entscheiden, was besser für das Team ist, wahrscheinlich. Dann muss ich, glaube ich, schauen, was besser fürs Team ist. Alistar ist natürlich ein sehr guter Pick gegen. Eigentlich haben sie uns gut counterpickt, muss man sagen. Also Alistar ist halt sehr, sehr gut gegen Blitzcrank und Kaiser ist eigentlich sehr, sehr gut gegen Ezreal, ne? Weil ich kann persönlich Kaiser halt nicht so wirklich gut fighten. Gegen den Top-Lane. Oh, der steht. Gute Shot. Nice. Well done, Vega. Und Shaco. Oh mein Gott, der hat aber Hooks drauf. Ich komme leider nicht mehr ran, ne? Kam da leider nicht mehr ran. Ah, der Hook war wieder sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, für die Wave will ich eigentlich noch gerne bleiben, ne? Ich habe erst immer Twitch gespielt. Ich habe das Gefühl, es ist besser, wenn ich Ezreal spiele am Anfang, weil der mehr Mechanics hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ezreal ist halt, hat halt super viele Mechanics. Du hast super viele Skillshots. Und du bist ein ADC. Und ich habe das Gefühl, das kann mir helfen, dabei schneller besser zu werden, weil ich gezwungen bin, die ganze Zeit Skillshots zu aimen und sowas. Ich würde gerne eigentlich Essence Reel holen. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine gute Idee, sowas wie Ezreal erstmal zu spammen.
Einfach um die Mechanics wieder drauf zu haben. Und auf der anderen Seite kannst du mit Esper sehr, sehr gut last hitten. Weil du deine ganzen Fähigkeiten dafür mit usen kannst. Ich werde die basen. Oh oh. Oh, wir haben keinen Mist gecallt, ne? Das war dumm. Wir haben keinen Mist gecallt. Ich nehme ein Schwert mit. Da hätten wir auf jeden Fall misscallen sollen. Kommen wir gerade runter. Oder Hook. Hat leider niemand, der ihm helfen kann, ne? Schade. Nein, sie sterben alle. Hallo Schacko. No, die sterben ja wirklich alle. Ja, auf jeden Fall einen Shutdown bekommen, which is nice. Und wir können mit dem Ding hier richtig viele Playdings bekommen. Auch nice. Das wäre krass, wenn wir den Turm kriegen. Nice, so viel Gold war das für uns. Sehr, sehr gut. Schaffen wir das 30 Sekunden Base und dann dahin gehen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, ich schaffe das. Ich habe auch schon meine gerade Schuhe. Komm, ich hätte einen Pink Ward noch kaufen können jetzt, sobald es zu spät. Hat 80 Gold in der Tasche. Auf jeden Fall noch einen Pink Ward mitnehmen können hier. Der ist sehr, sehr fett, ne? Hekarim ist auch sehr, sehr fett. Der hat auch sehr guten Farm. Der noch Ultimate? Vielleicht kriegt Blitzcrank einen Hook drauf. Wenn er meint. Yo, what is this champ? Ich hab ihn. Nein, sie hat noch einen Flash. Oh, ich habe ihn aber noch geholt. Junge, der Champ. Ich habe ihn aber noch geholt. Wir haben Drake bekommen, wir haben alle verloren. Ich meine, sie hat 2 für 4 getradet, was war nicht so gut, ne? Junge, der Champ einfach. Pink Ward? Ah, wir haben ihn noch geholt, das war sehr, sehr nice. Okay, Veigar geht runter, dann gehen wir jetzt dahin, ne? Dann swappen wir jetzt mit Veigar, wenn er jetzt Botlane gehen will. Also bisher war es eigentlich okay, mit der Tier zu starten. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Ging ja nicht klar, tatsächlich. One-shotte die nicht. Was habe ich eigentlich hier gerade drauf? Ah, hi, der hat meine Ultimate, okay. Der hat meine Ultimate getoked. Das nehmen.
brauche 700 Gold für... Brauche 700 Gold für Dings. Mana Mune. Good job, Team. Kaiser farmt gerade Botlane, aber wir können hier, glaube ich, den Midlane-Turm nehmen, ne? Und Botlane kann ich vielleicht gleich eine Ulti hinwerfen, um die Wave auszudünnen. Ja. Ich meine, ich komme nicht mehr hin. Ich habe sie gut ausgedünnt, denke ich. Oh, ich hätte, glaube ich, zum Team gemusst, ne? Ist jetzt wieder so ein Ding, ich hätte jetzt direkt zum... Eigentlich hätte ich hier direkt beim Herald sein müssen schon. I need to stop. Ich fahre manchmal in Momenten, wo ich eigentlich nicht farmen sollte, glaube ich. Glaube ich, das Gefühl. Nee, wir sollten da nicht hinterher, ne? Ich glaube, wir sollten da nicht hinterher gehen. Nehmen wir mal die Midway nochmal. Okay, der hat seine Ultimate geklaut von mir. Oh no, Shaco! Shaco, you're dead. Kann ich dir noch helfen? Ich wollte dir nur helfen. Alles gut. Oh, schade. Fast den Winkel erwischt. Okay, wir müssen jetzt eigentlich auch nochmal basen, dass wir Mana Mune kaufen können, bevor der Drake spawnt. Dann mal Base, dann können wir Mana Mine holen, bevor der Drake da ist. Noch das Blue Trinket mitnehmen, dass wir schön die Map aufdecken können. Gehen aber weg, aber dann werden wir dafür den dritten Drake noch kriegen. Chemtech Seele. Okay. Sieht irgendwie mehr aus. Die sieht irgendwie ein bisschen mehr aus. Nice, good job. Wo kriegt er den? Never mind. Ich glaube, ich darf niemals reingehen. Ich darf niemals irgendwo reingehen, da bin ich einfach dead. Naja, die Kaiser lebt noch, ne? Good job. Ich wollte das... Blade wiederholen, ne? Fand das Blade ganz cool. Ich dachte, ich will keine Schild bursten, dann lebe ich. Aber ich glaube, ich darf die eh niemals benutzen. Also in Wildrift geht es. Aber ich glaube, ich darf sie niemals benutzen, um irgendwie zu engagen oder so. Ich glaube, das war ein großer Fehler da. Mein Last jetzt haben wir auch sehr abgebaut. Ich habe schon Zeit hier was vom Jungle Buffet zu nehmen. Junge, die kleinen Ginger hier blocken gerade alle Shots. Die kleinen Dinger haben alle Shots von mir geblockt. Ich konnte nicht weiter ran. Es tut mir so leid. I'm so sorry.
Brechen wir den ab oder was? Scheint, brechen wir den ab. Oder ist weg. Anscheinend brechen wir den ab. Ich hätte gedacht, dass wir den vielleicht noch schnell finishen oder so. Oh no, der lebt wieder. Help, help! Hecarim ist Horror dagegen zu spielen. Aber ich glaube, als ADC gibt es einfach so ein paar Champs. Das macht einfach keinen Bock dagegen, ne? Sowas wie Riven, Hecarim. So Leute, die ich einfach runterrennen. Ohne richtiges Counterplay, weil es kann ihn ja niemand stoppen. Weißt du, wie ich meine? Ist das ein AP-Shaco? Wieso macht der so viel Schaden, ey? Don't do it. Don't do it, Shaco. He did it. Okay, wir kriegen die Top-Lane. Ich muss echt mehr farmen irgendwie. Ich kann bestimmt schon 200 CS haben. Hätte ich aktiv gefarmt. Da kommt der Sylas gerade in die Mitte. Will ich vielleicht abfangen? Da ist er. Okay, ich muss echt aufpassen vor dem Hecarim, ne? Nein, sie wurden gecatcht oder so. Noch ein Heal, eventuell. Dings pusht die Maiden auf der Top für uns gerade. Ist ja doch gleich der Drake ab. Den müssten wir schon haben, dann hätten wir die Seele. Das wäre schon. Selber den kriegen können. Nicht so tragisch. Oh no, Shaco. Das ist too deep. Ihm helfen? Okay. Ich meine, ich habe Summoners alles ab, ne? Ich könnte mir aber auch mein Blade holen jetzt. Was sehr, sehr nice wäre. Junge, da meine Ulti geklaut. Oh. Oh no. Wir werfen das Game ganz schön weg, ne? Wir werden irgendwie immer gecatcht in letzter Zeit. Oder 10 Tode fast. Wir werden immer gecatcht, leider. Ich will irgendwie Cyril das nehmen. Kann ich auf jeden Fall mal die Wave ausdünnen. Ultimate, I guess. Oh no, der Heker.
Digga, ist ein richtiges Problem, Leute. Big, 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 big. Digga ist down. Ich würde den auch gerne hier holen, aber ich weiß nicht, wo Alistair und Co. sind. Ich weiß nicht, ob der da drin ist. Nice, sehr, sehr gut. Wäre jetzt ein Angle, ne? Wäre jetzt Baron Angle tatsächlich. Diesmal bin ich auch für Autotext da. Nice, sehr, sehr gut. Letztes Mal habe ich halt nicht geautotagged. Vielleicht war das auch ein großer Fehler von mir. Vielleicht war das auch ein großer Fehler, nicht zu autotaggen. Ich will eigentlich das Item hier erst holen. Nein, nicht schon wieder Blitzcrank. Das ist dein 10. Renn. Oh, nice. Oh, sehr gut, Leute. Unser Jorik Murik. Unser Jorik Murik. Good job, Jorik. Your kick. Ah, was passiert hier? Hä? Was ist passiert? What happened? Ich wurde einfach. Ich glaube, es war Morde-Ulti, ne? Ich wurde noch nie gemorde-Ultied. Das war meine erste Morde-Ulti ever. Oh, oh. Oh, der Teleport ist greedy. Hat aber gut gemacht. Ich bin halt nicht mit dabei, ne? Aber der... Oh, Schako. Ich bin halt leider noch dead, ne? Das waren 4 gegen 5. Das war halt ein Desaster jetzt. Nur weil ich gemordultet wurde. Ah, jetzt verlieren wir den Drake leider, ne? Das wäre unser Soul gewesen. Schade, schade, das wäre unsere Seele. Ach, nur weil ich da gecatcht wurde, das war das Problem. Wäre ich im Fight da gewesen, hätten wir genug Schaden gehabt wahrscheinlich. Das wäre... Ja, das, was Blitzcrank sagt. Ich war halt nicht dabei. Ich war noch in der Base tot. Das war das große Problem. Auf jeden Fall habe ich jetzt unsere Slows, haben wir. Das ist, glaube ich, auch ganz gutes gegen Geeker, oder? Wenn wir den ein bisschen slowen, weil der scaled ja mit Movement Speed, oder nicht? Scaled Geeker eben nicht mit Movement Speed? Ich glaube, ja. Okay, 2,8. Wir brauchen 2000 Gold noch. Darf ich das haben, eigentlich? Ich darf den haben. Früchte mit. Da ist der Hicker. Ah, ich bin hier im Busch.
Kein Counterplay. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ich hab echt keinen Plan. Gegen Hikarim. Da wurde geknadet. Ich weiß nicht, was ich gegen Hikarim machen soll. Ich habe gerade alles versucht irgendwie. Ich habe geflasht, ich habe geedet, ich habe geheilt. Also ich habe alle Summoners und so raus. Und ich kann den halt auch nicht face tanken, ne? Okay, wir haben den Maiden aber hier am Turm dran. Das ist sehr nice. Nice, good job. Noch ein Sideline-Turm. Die Maiden pusht echt richtig gut durch. Junge, der macht doch so Schaden. Hä? Der macht so Schaden mit seinem... Guckt euch das mal an. What the heck? Ich meine, jetzt ist er D, ne? Aber... Not bad. Jetzt können wir kurz mal die Top auspushen, ne? Der Gegner hat jetzt auch eine Maiden hier unten laufen, oder? Ja. Der Gegner hat jetzt auch hier eine Maiden laufen. Da ist Hikarim. Ich hab keine Ahnung, was ich gegen Hikarim mache. Aber ich spiele das ziemlich sicher auch. Auch nicht richtig gegen den. Da ist der Heker. Boah, ich bin in einer schlechten Posi eigentlich. Ich muss irgendwie so 3 Screens wegstehen von dem, glaube ich. Oh nein. Ich muss so 3 Screens von dem wegstehen. Ab. Nice, das war big. Nice, hab ich nochmal gehittet. Oh, die machen den Baron Guard, ne? Ah, rip. Die machen ja Baron ohne Dings einfach. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, den Cloud Drake zu kriegen. Der Shaco ist aber später gestorben als der Hikarim tatsächlich. Nice. Okay, wir haben aber... Das ist das Problem. Obwohl 11 Sekunden ist ab, wir können den... Vega hat auch einen Teleport. Wir können versuchen, den zu rushen. Tatsächlich. Ich habe kein Ward für dich, leider. Leider kein Ward. Da. Nice, wir haben die Soul. Sehr gut. Ist der irre? Kannst auch nicht Hikarim in mich reinhucken. Er hat Hikarim in mich reingehuckt. Oh, oh no. Oh nein. Ich versuche alles immer zu überleben. Dann huckt er in mich rein. Oh. Oh, Hector. Hector, das liegt jetzt an dir, ne? Der ist weh. Okay, die pushen jetzt Mitte. Unser Shaco backt dort gerade den Inhibitor. Okay, glaube ich. Ich glaube schon in Ordnung. Noch snipen, eine Sekunde. Sehr gut, drei Leute down.
Ah, da kommt Hecarim wieder. One-Shot einfach alle. Was machen wir gegen Hecarim? Ich weiß es nicht. Was macht man gegen Hecar? Ich weiß nicht, was man gegen Hecarim macht. Problem. Er kriegt halt auch keinen Schaden, ne? Also er kriegt keinen Schaden. Und er one-shottet mich. Nice. Sehr, sehr gut. Wir können das leider trotzdem nicht pushen, weil die alle noch down sind gerade. Ich finde die Seele, die wir haben, gar nicht so strong, muss ich sagen. 400 Gold noch. Ich muss mal auf der Top Lane. 400 Gold. Go mit den Finish. 200 Gold für Navori. Navori wäre jetzt sehr, sehr gut für mich, ne? Okay, ich kann mir Navori kaufen. Und jetzt sollten wir eigentlich ziemlich guten Schaden haben, ne? Weil jetzt haben wir nochmal mehr Damage wegen den Crits, weil sich das hier umändert. Das erste Mal, dass ich Fullbuild Ezreal bin, tatsächlich. Das erste Mal Fullbuild Ezreal hier. Auf jeden Fall habe ich gut geaimt. Das geholt. Ist der Hecarim gewesen? Oh, das war ein Int von dem. Er hätte wieder mich reingezogen, aber diesmal ist er dead. Nice, 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 nice. Das war ein Int diesmal. Jetzt müssen wir durch, jetzt müssen wir finishen. Versuchen. Fehlen gerade noch Minions. Die jetzt irgendwie hier reinpushen wäre nice. Der wird Sonja suchen, ne? Hecar ist in einer Sekunde wieder da. Was mache ich gegen Hecarim? Was mache ich nur gegen Hecarim? Es ist mir ein Rätsel. Was soll ich nur gegen den machen? Junge, Junge. Er ist so gruselig. Ist einfach purer Grusel gegen den. Der war friendly, der Jorik Morik. GG.